Hallo, zurück bei Life is Strange. So, ich habe jetzt nochmal auswärts in Anführungsstrichen geguckt nach diesem Code. Nein, ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe nur nach dem Code geguckt und jetzt außerdem sieht man ja hier, wie abgenutzt die Zahlen sind. Eigentlich auf selber drauf kommen können. Weil ich wusste noch, dass es eine 5 war, aber der Rest wusste ich nicht mehr. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass das der rote Code ist. Yeah. Yes, I thought that only worked in the movies. Open sesame. Also ich hätte wirklich ein bisschen Schiss. Stocked and ready for the apocalypse. This must have cost a fortune. Come on. Ja, das sieht wirklich so aus, als wenn sich da jemand für die Apokalypse vorbereitet hat. What the? More survivalist supplies. Look at these cans. David must shop at the same store. Ja, in solchen, wenn es jetzt wirklich eine Apokalypse gäbe, da ist wirklich jetzt Dosenzeug am besten, weil sich das am längsten hält. Water supplies. It's like in David's garage bunker. Aber sehr viel ist es nicht. Also lange reicht das zumindest nicht, was da steht. Da muss er noch wesentlich mehr anlegen. Wow. This says it all about Nathan. He needs help. Das sowieso. Sehr geehrter Mr. Prescott, nach über 5 Jahren der psychiatrischen Behandlung Nathans habe ich den Eindruck, dass ich die Arbeit mit ihrem Sohn abbrechen muss, da sie meine ziemlich ernsten und unmittelbaren Vorschläge zur Bewahrung seiner Gesundheit und der anderer Personen ignoriert haben. Das Ausmaß von Nathans Problemen ist ihnen wohl bewusst, aber ich denke, sie weigern sich, die Rolle zu akzeptieren, die sie in seiner mentalen Gesundheit spielen. Ohne ihre Stützung kann ich Nathan nicht behandeln, so ist es ganz einfach. Ich fürchte, er entfernt sich noch weiter von der Realität, auch wenn er umgänglich scheint. Sie haben meine Bitten um ein Beratungsgespräch mit Ihnen und Ihrer Frau ignoriert, also muss ich annehmen, dass meine Dienste nicht mehr weiter benötigt werden. Unabhängig davon sorge ich mich um Nathan und glaube, er braucht dringend Hilfe. Wenn Sie mit mir über diese Angelegenheit zu sprechen wünschen, bin ich jederzeit zu erreichen. Ja, das war... Nein! Das habe ich mich verdrückt. Das war mir sowieso schon klar, dass der Hilfe braucht. Duct tape in a bunker is always a bad sign. Dass er nicht ganz dicht ist. Ja, mit dem Klebeband, da denke ich irgendwie gerade ans Knebeln, dass er irgendwen gefesselt und geknebelt hat oder das vorhat. I guess Nathan needs the most expensive printer in the world. Mein Gott, was ist denn hier? Ach, schon wieder ein Stück Papier. That son of a bitch. Bauunternehmen, huh? Stormbreaker Bunker. Oho. Was für ein Preis. Talk about tortured. Jesus, I already hate this place. Und auch rein theoretisch, wenn es zur Apokalypse kommen sollte, zum Beispiel zum Nuklearen. Dann bräuchte er nicht nur einen Essensvorrat und Wasservorrat, sondern auch ein eigenes Belüftungssystem, sonst würde ja suspension is a deal breaker in the Prescott family. Die Strahlung reinkommen. Lieber Nathan, Direktor Wells hat mich informiert, dass du aufgrund verdächtiger Aktivitäten Vortex Club deinerseits suspendiert wurdest. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du erneut Schande über die Familie gebracht hast. Ich habe dir alles gegeben, was du je wolltest, die Blackwell Akademie und andere Dinge, die wir hier nicht erwähnen werden, eingeschlossen. Aber nichts ist je gut genug für dich. Du bist immer noch mein Sohn und ich will, dass wir unser Schicksal erfüllen. Was ist das für ein Schicksal? Dieser Tag rückt schneller heran, als dir bewusst ist. Also sei bereit, diese Verantwortung zu schultern. Das ist meine letzte Warnung. Sein Vater wahrscheinlich? What is going on between Nathan and his father? Nathan, ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an.
Nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben habe. Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst, was du idiotischerweise schon mal getan hast. Ich habe all das nicht in die Wege geleitet und meine Weisheit geteilt, damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust. Wir können zusammen eine Menge erreichen, aber du musst dich von mir leiten lassen. Oder du bist auf dich allein gestellt. Bestimmt auch mit einem Code oder. What's in here? Oh my God. Du Scheiße. No. Der hat sie. Oder hat sie gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch lebt. Can you imagine chilling in this room? Kann ich mit ihr sprechen? Kann ich ihr das nicht zeigen? Und das ist ja Mist. Ich hätte jetzt gesagt, komm mal schnell her, guck dir das an. Ich muss aber nicht die ganzen Akten lesen, oder? Aber es scheint über jeden eine zu geben. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Kate was the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Holy, look at her face. She's out of it. Maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I think so. Why is he putting her in the ground like that? Where? Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Ich kann ihre Hoffnung verstehen, aber. Oh my God, Rachel, Kate, all these files. This place actually feels evil. Ich kann mir gut vorstellen oder bin mir this relativ sicher. Is different. Rachel is awake and fucking furious. Ich kann mir gut vorstellen, Rachel, dass sie tot is passed ist. Out and she has something in her mouth. What happened to her? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Krass. Dass er so krass drauf ist, so gestört. Ah, the Apocalypse Entertainment System. Okay, das will sich nicht weiter angucken, ist vielleicht nicht sehr wichtig. I've never seen so much pricey equipment before. Ja, der wird die wahrscheinlich hier fotografiert haben. So who's using this fancy tripod? Seine Opfer. Vielleicht steht er auf sowas, auf SM, ich weiß es nicht. Drogen. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Needles. Gross. Und Alkohol natürlich. Somebody likes their whiskey. These newspapers are all about Rachel and Kate. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Suche wird fortgesetzt. Und das mit Kate halt. Sammelt er natürlich alles. Warte mal, Kates Akte können wir doch noch, oder? Kate looks so doped up. She has no idea she's being posed. Boah, das sieht so gruselig aus, wie sie da guckt. Kate was asleep through all this bullshit.
Meine Fresse, ich möchte nicht wissen, ob der sich auch noch an den Mädchen vergangen hat. Würde mich nicht wundern bei diesem Psycho. Ist ja auch krank, das Bild. That's an original signed illustration. Fits perfect in here. Der ist einfach geisteskrank. Total verrückt. So, ich glaube, ich habe alles angeguckt. Ich hoffe es zumindest. Ist jetzt hier die Tür zu? Nee. Look, this is it. This is it. Are you gonna help me, Max? Chloe, stop. Look. Please, no. Oh. Was ist das? That smell. Rachel. Oh Gott, hat er die zerhackt? Ist ja wirklich heftig. Also das war jetzt nur ein kleines Teil. Ich weiß nicht, ob er sie sogar zerhackt hat. Ach, da ist wieder dieses imaginäre Reh. Wurde mir ja schon gesagt, dass das nicht echt ist. Ich hätte dann vor allem auch erstmal die Polizei gerufen. So hart das jetzt auch ist, aber also jetzt an Max Stelle. Ich hoffe, das haben sie auch gemacht. Ethan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge, and revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Ich bin immer nicht begeistert von sowas. Sowas auf eigene Faust zu machen. Oh shit. This is like that eclipse. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? It can't be too much. Jesus, Chloe, look up at the sky. Hä? Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Zwei Monde.
Also spätestens da hätte ich Panik. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Mehr als das. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Ist ja schon ein guter. Bin ich sicher. Hi, can I take your coat or anything? No, I didn't see any tablet with cat pics. Okay, Chloe, where the hell are you? Ugh, I hate touching all these clothes. Ich werde jetzt bestimmt nicht vorbeikommen können. Plus some of the Vortex Club always give me Hey, Max. Wusste Welcome ich. To the end of the world. Do you want me to check anything in? No thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. Chloe. What girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Do you notice anything unusual about the Vortex Club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh. I'm glad for the job, but I think Principal Wells should have canceled the party. Guess I'm not cool enough. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Oh, hat irgendwie so eine komische Stimme gerade. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? No, I'm actually not okay. I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck. Danke. So, dürfen wir jetzt? Wie stehen die denn da? I love this song. In der Schwimmhalle ist das. Oh my God. So strange. Marsha! Woo, Marsha! Aber ich würde das Chloe wirklich zutrauen, dass sie ihn einfach abknallt. So, jetzt würde ich auch sagen, ich mache hier einen Stopp und wir sehen uns im nächsten Part.